Recht herzlich willkommen zur 10. Folge vom Planet Nomads. Ja, wir sind soweit wieder darin. Die Wand ist jetzt tatsächlich zu von unserer Garage. Das heißt, wenn man abspeichert, geht wohl der Schwung weg und dann bleibt das Ganze zu. Interessant. Ist die Frage, was wir auch aufkriegen, ne? Das weiß keiner. So, dann bedeutet das, wir gehen mal auch mal dagegen und gucken, was passiert. Oh. Was ist jetzt wieder los gewesen? Ja, sehr interessant. Also die Wand geht nicht auf, aber ich bin raus. Ah. Irgendwann kämpft man sich durch, oder wie ist es? Ah, wir schauen mal. Schauen mal, warte mal. Wenn wir raus können, dann können wir auch rein, oder? Na, wie geht die Tür denn dann auf, hm? Schwierig. Müssen wir wieder reinlaufen, ne? Und auf ein neues. Diesmal drücken wir mehr in der Mitte. Die ist so schwer, die geht nicht auf, wa? Oh oh. Close door. Na, das ist ja nicht so toll, ne? Ist das jetzt hier, weil, ne? Und zack, raus. Okay, wie soll man die Tür dann aufkriegen? Gute Frage, ne? Gute Frage. Oh, hier liegen Steine. Hab ich die rausgebrochen? Nee, ne? Ja. Das passt alles, ne? Da gehe ich jetzt auch durch, oder was? Ne. Okay. Ist schon interessant, oder? Wie man die Tür nicht aufkriegt. Okay, da müssen wir mal schauen. Das war. Was wegnehmen. Oder? War schon im richtigen Modus, ne? Einmal die Null, bitte. Und siehe da, man kann ihn da nicht hinbauen, weil die Tür jetzt irgendwie auch wackelt. Machen wir ganz weg die Steinreihe, mal schauen, was dann passiert, oder? Kriegen wir sie jetzt auf? Nichts daran, dass die Steine gerade festgebacken waren beim Abspeichern? Gute Frage, ne? Das ist Door, Door und Open. Okay, da passiert jetzt wohl nichts, oder? Ne. Da oben ist ein Stein losgeworden. Wir können sie nicht aufmachen, die Tür. Interessant. Ist es vielleicht da oben noch, dass da die Wand dann festsitzt? Gucken. Dann werden wir mal schauen, ob das dann funktioniert, ne? Geht sie jetzt auf? Nö. Kein Weg. Schade, ne? Ah, am Boden hängen sie fest. Okay, dann geht sie jetzt auf. Ja, super. Okay, dann ist sie am Boden irgendwo festgeklemmt. Dann mal gucken, dass wir sie wieder ganz kriegen. Ja.
Was will uns das jetzt sagen? Können Sie da noch zuschieben, oder? Aber die bleibt nicht zu, ne? Da kommt sie wieder. Was ist das da oben für ein Teil? Gute Frage. Ja. Nee. Da hast du keine Chance gegen die Tür. Wenn die sich bewegt, dann bewegt die sich, ne? Gut. Jetzt habe ich da oben eine Reihe, glaube ich, weggenommen, ne? Ne, die habe ich vom Haus weggenommen, ich sehe schon. Jetzt kann man wieder bauen. So, jetzt ist wieder zu. Die Wand steht jetzt tatsächlich sogar mal. Oder? Ne, geht nur leicht zu. Okay. Ich glaube, die kann man auch nie anhalten. Jetzt drückt sie irgendwo gegen. Schlechte Bauweise. Okay. Was machen wir dann? Das ist die nächste Frage, ne? Das ist ja jetzt hier ganz schön und nett. Keine Ahnung, jetzt bleibt sie tatsächlich zu, die Tür, weil wir unten wahrscheinlich was gegen gemacht haben und dann ragt sie auf die Erde. Okay. Dann wäre jetzt noch die Möglichkeit, mit dem Auto weiterzumachen. Ich würde es gerne noch ein bisschen verlängern. Und noch... Oh. Das Fahrzeug liegt etwas tiefer, ne? Okay. Wie viel braucht man denn dazwischen, dass die Räder nicht so viel, glaube ich, ne? Lass uns mal hier nochmal was wegnehmen. Und da einen hin. Vielleicht schaffen wir es ja. Wo ist denn das Achsteil da mal schon rausgeschmissen, ne, oder? Ja, ich glaube schon, dann müssen wir das wieder reinnehmen. Mobility, machen wir mal dahin und das Rad. Und das Rad haben wir noch. Okay. Das war jetzt die 5. So. Oh, das ist wohl etwas schwerer. Und? Hat das geklappt? Ist das richtig dran, ne? Ja, hat wohl geklappt. Und ist da noch Luft zwischen den beiden Rädern? Das ist die Frage. Ja, die reiben nicht aneinander, dann funktioniert das vielleicht. Okay, dann nochmal die 0 aufgerufen. Schauen, ob wir das hier hinkriegen. Dann die 5 für Sachsteil. Ah. Und die 9 für den Reifen. Und geht das so? Ja. Ja, ich glaube, wir müssen es dann vorne auch noch so machen, ne? Scheinwerfer haben wir noch, ne? Ja. Dann die 0. Waren das nur 2 oder waren das 3? Da muss ich erst gucken. 1, 2 waren's. Ne, das ist uns, glaube ich, 1 zu wenig. 5 fürs Achsteil. Und geht das Rad da dran? Ne? Geht wohl, ne? Ist da Platz zwischen? Ja. Und das gleiche nochmal hier.
Und 5. Das Radteil, Achsteil. Ne, hier ist einer schief gelaufen. Da müssen wir noch einen vorne vormachen. Gut, und dann die 9 für das Rad. So. Gucken wir, dass wir die Stabilität hier herstellen. Fährt das Ding überhaupt noch? Sieht krass aus, oder? Auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch einen Motor mehr. Der liegt immer noch auf 6. So. Und ich glaube, wir fliegen da mal hoch. Hey, kann ich da jetzt nicht drauf, oder was? Und dann wechseln wir den Modus. Der muss an. Stecker da dran. Und da dran. Wir fallen dann gleich runter, ne? Und da dran. Und da dran. Gut. Okay. Dann würde ich jetzt ganz einfach sagen, ist der Modus beendet. Und jetzt steigen wir mal ein und gucken, ob wir damit fahren können. Sieht nicht so aus. Keine Ahnung, warum der jetzt nicht fährt. Ist der nicht an? Doch, ne? Jetzt ist er halt auf jeden Fall an, oder? Ach so. Ja. Nee, ich glaube, das funktioniert so nicht. Modus ändern. Das ist richtig. Steering. Okay. Das ist aber auch so richtig. Steering. Das passt alles soweit. Ah, da haben wir schon mal eins, was andersrum fährt. Zwei sogar. So. Gucken, ob es jetzt geht. Also lenken geht. Aber fahren geht noch nicht. Ist jetzt zu schwer für die Motoren. Ist Power on, Power off oder was ist es? Nee. Dann leuchtet er, dann ist er an. Gut, das bedeutet Baumodus. Noch einen von den Dingern drauf. Oder auch zwei. Dann wieder weg. Dann nochmal hier anschließen. Da anschließen. Und jetzt den. Da anschließen geht, ja, geht. Und da anschließen. Okay, und schauen, ob wir jetzt da mitfahren können. Lenken geht, aber fahren geht nicht. Irgendwas passt nicht. Gut. Dann machen wir das mit dem Trick.
gucken, ob der in der Erde irgendwie festsitzt. Das kann ja auch noch sein. So, Modus nochmal ändern. Den mit dem koppeln. Okay. Irgendwie klebt er an der Erde. Gut, dann würde ich mal sagen, in den Baumodus einmal rein. Aber die Räder sind alle frei, ne? Ja. Und dann mag er das doch nicht, dass die Räder zu nah beieinander sind. Aber eigentlich sollte es gehen, oder? Raus aus dem Modus, rein ins Fahrzeug und fahren. Ja, das war's. Alles klar. So. Ja, cool. Der fährt jetzt auch viel besser, ne? Alles klar. Okay, da haben wir wieder was gelernt. Und zwar, man muss immer schön gucken, ob das auch alles passt. Jetzt lass mal aussteigen. Gerade einmal noch gucken, ob auch ich irgendwie ein Rad... Ah, da, schau her. Das fährt auch noch falsch rum. Gut, alles klar. Licht fehlt uns noch, das machen wir auch noch gerade. Licht fehlt uns noch, die 7 ist das. Anderer Modus, 7, Licht, Licht. Und dann müssen wir das mit einem Motor verbinden. Und, na, dafür reicht die Power von dem nicht. Dann nehmen wir von dem. Doch, geht auch. Keine Ahnung, warum das eben nicht ging. So, okay, damit ist das Fahrzeug fertig. Und ich denke mal, in der nächsten Runde gehen wir dann auf Erkundungstour, würde ich sagen. Okay, alles klar. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.